Auch in Tuttlingen hat die Corona-Pandemie das Kultur- und Veranstaltungsangebot stark dezimiert. Doch während vor allem Großevents und Veranstaltungen in Sälen weiterhin gar nicht oder nur mit starken Einschränkungen stattfinden können, kann eine Tuttlinger Veranstaltungsreihe nahezu wie gewohnt über die Bühne gehen. Sommer im Park. OB Michael Beck erklärt warum. Sommer im Park war immer das Highlight im Kulturprogramm der Stadt über viele Jahre, über ein Jahrzehnt lang. Und Sommer im Park 2020 wird es auch in Corona-Zeiten geben, ein Format, das in der kulturarmen Zeit der letzten Monate dann heraussticht. Wir haben kleine, überschaubare Veranstaltungen im Freien. Und wir richten uns vor allem dieses Jahr an die Kinder, die in dieser schwierigen Zeit besonders gebeutelt waren. Ein Dank gilt Stiegelmanns, dem Rittergartenverein, auch der Kulturabteilung, die in vielen kleinen Veranstaltungen den Sommer über Kultur präsentieren werden. Es wird leider nicht mehr die große Veranstaltung geben zu Beginn von Sommer im Park, weil eben die Blaskapellen nicht spielen können, aber seien Sie gespannt und freuen sich auf einen guten Sommer 2020. 65 Veranstaltungen finden während der Ferien statt. Klaus-Peter Bentsch von der städtischen Kulturabteilung erklärt, was die Besucher erwartet. Wir haben in diesem Jahr insbesondere aufgrund der Pandemiebedingungen vornehmlich Veranstaltungen konzipiert, die problemlos mit den Abstandsregelungen umgesetzt werden können. Das heißt, es ist vieles eben auf der grünen Wiese. Da haben wir genug Platz. Wir haben bei den Veranstaltungen, die im Zelt stattfinden, Restriktionen. Wir haben eine maximale Besucherzahl, an die wir uns halten müssen. Wir haben Bestuhlungspläne einzuhalten, um das Abstandsgebot umzusetzen, und wir müssen auch die Kontaktdatenverfolgung durchführen. Insofern bitten wir alle Besucherinnen und Besucher, vor den Veranstaltungen rechtzeitig sich am jeweiligen Veranstaltungsgelände einzufinden, um eben die Registrierung durchführen zu können und die Einweisung dann entgegenzunehmen und im Zelt dann gegebenenfalls auch die Bestuhlung dann noch umzusetzen. Einen großen Teil der Angebote bestreiten Vereine und andere Ehrenamtliche. Der Rittergartenverein und Christoph Stiefelmanns haben gleich eine ganze Veranstaltungsreihe innerhalb von Sommer im Park auf die Beine gestellt. Das ist nur das Kinderprogramm, das der Rittergartenverein und Stiefels Buchladen innerhalb des Zeltes Sommer im Park performen wird. Wir freuen uns, dass es doch noch geklappt hat in den Corona-Zeiten. Unser Sommerprogramm vom Rittergarten, das wir ohnehin im Zelt gemacht hätten, aber natürlich wie vom Keulenschlag getroffen. Als die große Formel hieß, bis 31.08. gibt es nichts, haben wir uns trotzdem gesagt, was könnten wir der Bevölkerung, um einfach etwas zu trösten, um zu entlasten, ein Kinderprogramm zu machen und andere Programme, was können wir dazu beitragen für unsere Stadt, um einfach den Sommer, der sehr, sehr lang werden wird, was können wir tun, um einfach etwas beizutragen, unsere Stadt attraktiv zu machen. Da alles recht kurzfristig organisiert wurde, gibt es in diesem Jahr keinen gedruckten Programmflyer. Das vollständige Programm findet man unter www.tuttlingen.de.